Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prolog. Ja, was wir dieses Mal machen wollen, ich habe ja gesagt, es gibt keine Videos mehr zu Prolog, aber ich habe doch noch eins für euch ausgegraben. Und zwar eine Version von Send More Money, die ich selbst geschrieben habe dann. Und ja, was Send More Money genau ist, ist ein kleines Rätsel. Und zwar steht da Send plus More. Ich schiebe das mal alles so ein bisschen ein hier. Gleich, ihr kennt vielleicht noch den aus der den Strich aus der schriftlichen Addition. So, gleich Money. So, das bedeutet D plus E gleich Y, N plus R gleich E, E plus O gleich N, S plus M gleich O, jeweils natürlich mit dem Übertrag, den wir hier vorne dran haben können, und S plus M gleich MO. Und dann gibt es noch solche kleinen Bedingungen, wie zum Beispiel, dass sie alle unterschiedlich sind. Also hier das M ist natürlich gleich wie das M hier, das O ist gleich wie das O hier bei in Money und das N natürlich auch, E ist gleich, aber das S muss unterschiedlich sein wie das M, wie das E, wie das O. Alle Buchstaben hier müssen unterschiedlich sein, Zeichen müssen unterschiedlich sein. Und ja. Und damit kann man sich so ein kleines Rätsel machen. Das kann man auch ganz gut von Hand lösen. Ihr könnt es ja mal ausprobieren. Aber Prolog kann das für euch wahrscheinlich etwas schneller machen. So, was wir als erstes mal machen, wir schreiben uns eine Regel, die nennt sich Digit oder Zahl. Ich habe es mal auf Englisch gehalten, weil ja Send More Money irgendwie auch Englisch ist. Und da sagt man einfach, okay, 0 ist eine Zahl, 1 ist eine Zahl. 2 ist eine Zahl und so weiter und so fort. Ich kopiere mir das hier mal in Zwischenspeicher. Ich glaube, ihr wisst was. Ja, okay, eigentlich sind es keine Zahlen, eigentlich sind damit Ziffern gemeint. Also 0, 1, 2 sind Ziffern, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und ja, die 9 auch noch. So, jetzt haben wir festgelegt, okay, das sind alles Ziffern. Und dann kann man sich schon fast die Lösung hier ja, hinschreiben. Und zwar hätte ich das ganz gerne als Liste L und diese Liste soll einfach dann, ja, wir haben verschiedene Variablen hier drin. Und zwar haben wir einmal S bei Send, sehen wir ja, END, sehen wir ja auch. Dann haben wir M, O, R, aber E hatten wir schon bei Send hier oben, E. Und M, O, N, E hatten wir auch schon alles. Das heißt, wir haben hier nur noch das Y. Das heißt, wir haben 8 verschiedene Variablen. Das heißt, wir wissen, diese Liste L, also Send Mori, sind quasi die Variablen, die wir hier verändern können. Und in der Solution, das hier soll eine Liste sein, werden wir einfach diese Variablen hier in dieser Reihenfolge ausgeben. Also was dann eben S ist, steht an erster Stelle und danach und so weiter und so fort. Kommt E, N, D. Ja, natürlich wird das Ganze bedingt. Wir können nicht einfach Solution von L sagen, dann würden wir nur True zurückkriegen. Wir müssen L ja noch zuweisen. So. Und dann sagen wir hier einfach, okay, S muss eine Zahl sein, also ihr wisst ja großgeschriebene Buchstaben bzw. generell großgeschriebene Wörter, das sind Variablen. Das heißt, hier kriegen wir tatsächlich S als Variable, was es ja hier oben auch ist. Deswegen ist das Send More Money so ein Beispiel, das einfach quasi überall vorkommt. Ich habe das, glaube ich, an fünf verschiedenen Unis oder sowas gefunden und in drei weiteren Tutorials, wie man Prolog lernen kann. Und ja. So, also wir wissen, dass das alles Buchstaben, diese ganzen Buchstaben in Send Mori müssen alles Variablen sein. Und diese Variablen müssen alle auch Ziffern sein, nicht Zahlen, Ziffern. Send Mori. Ups. So, und jetzt, wo wir die alle festgelegt haben, okay, das müssen alles Ziffern sein, können wir weitermachen. Wir sagen dann hier einfach, okay, wir haben diese Berechnung hier, Send plus More gleich Money. Naja, was soll das dann genau bedeuten? Wir wollen haben, dass, also normalerweise rechnet man ja in Tausender, Hunderter, Zehner und Einern, das kennt ihr vielleicht noch aus der Grundschule. Und genau dieses Prinzip werden wir jetzt hier benutzen. Wir sagen hier einfach mal 1000 S plus 100 E
ja, 100 mal e plus 10 mal n plus d. So, und jetzt rechnen wir noch m, mor drauf, also 1000 mal m plus 100 mal o plus 10, upsala, nicht 20, 10 mal r plus e. Und das soll gleich sein. So, jetzt gleich können wir tatsächlich noch nicht so einfach schreiben. Da haben wir dieses Unifikationszeug hier, das macht einfach die ganze Gleichung für uns quasi. Das sagt, okay, diese Seite wird gleich unifiziert wie die rechte Seite hier. Und ja, das macht quasi die ganze Magic, da müssen wir nicht mehr viel denken dabei. Das rechnet uns sozusagen die Variablen alle aus. Wir müssen nur noch die Bedingungen angeben. Das ist das Tolle. Also ich bin gerade in der unteren Zeile, also Money ist ja jetzt hier eine Stufe weiter, das heißt wir haben 10.000 M, 1000 O, 100 N und 10 E, 10 mal E plus ein Y. So, das muss gelten, das ist natürlich dann auch eine Bedingung. Und dann weisen wir einfach L zu, das wäre tatsächlich auch eine Bedingung, aber also es ist tatsächlich auch eine, aber da wir hier eigentlich L nur zuweisen, also wir können natürlich hier auch schon eine fertige Solution überbringen und schauen, ob die vernünftig ist, wenn wir selber eine ausgerechnet haben, ist natürlich auch gut, dann können wir unsere Lösung überprüfen, aber normalerweise wird man L einfach als Variable eingeben, wie ich euch gleich zeigen werde, und dann wird dann einfach in L Send Mori reingeschrieben und das wird dann ausgegeben. So, und dann brauchen wir nur noch eine Bedingung, nämlich wir wollen, dass sie alle verschieden sind. Ja, different. So, wir wollen, dass alle diese Zahlen hier, also Send Mori, voneinander verschieden sind. Und das machen wir wie folgt. Dazu schreiben wir uns diesen neuen Different Clause. Wir schreiben erstmal rein die leere Menge, für die ist es okay. Also, wenn wir eine leere Liste haben, dann sind die alle paarweise verschieden. Das heißt, dann müssen wir nichts überprüfen und dann sagen wir einfach hier noch different von x Balken L, was so viel wie bedeutet wie, wir nehmen das erste Element von der Liste, also im allerersten Fall wäre das S und der Rest der Liste ist L, also im ersten Fall end Mori. So, das heißt, wir sagen hier, okay, wir nehmen das erste Element und die sind dann genau paarweise verschieden, wenn nicht, so, das ist jetzt auch neu, nicht bedeutet einfach nicht, das negiert quasi einen Boolean, es gibt boolische Werte, ja, und member bedeutet, x ist in L enthalten, also x ist ein einzelnes Element und L ist die Liste, aber Achtung, hier haben wir L als Restliste gedacht und hier oben haben wir es als ganze Liste definiert, vielleicht sollte ich das umschreiben in R, das ist eindeutiger. Das hier ist dann quasi die Restliste und das erste Element, wir gucken, ob das erste Element nochmal irgendwo drin vorkommt und sagen, okay, wenn das der Fall ist, dass es nirgends mehr drin vorkommt, weil wir haben es ja negiert, also wir gucken erst, ist es drin, dann sagen wir, okay, wir machen das nicht davon, also wenn es drin ist, dann ist es nein. Und wenn diese Aussage hier true ist, also wenn es nicht drin ist, dann gucken wir, ob in unserer Restliste sonst auch alle anderen Elemente nicht zweimal drin sind. Und wir überprüfen das hier. Und wenn wir das hinbekommen, dann ist das hier true. Das hier hatten wir so oder so nur zugewiesen. Die hatten wir ja berechnet und hier hatten wir einfach nur gesagt, das sind alles Zahlen. Ja, das bedeutet also dadurch, dass es Zahlen sind, gehen wir hier einfach einmal durch alle durch. Sowohl mit S, E, N, D, M, O, R als auch mit Y. Gehen wir quasi alle Zahlen von 0 bis 9 einmal durch und versuchen die Gleichung hier zu erfüllen. Wenn die Gleichung nicht erfüllbar ist, gehen wir halt bei Y als erstes wieder durch. Und wenn Y einmal ganz durch ist, gehen wir zu R und gehen hier dann zu 1. Also nochmal kurz, nochmal kurz die Ausführung. Wir weisen hier erstmal als erstes S0 zu, E0 zu, N, D, M, O, R und Y. Jeweils alles 0 zu. Dann versuchen wir hier diese Gleichung zu erfüllen. Die wird wahrscheinlich erfüllbar sein, denn 0 ist gleich 0. Dann sagen wir hier, okay, wir weisen L send Mori zu und schauen dann, sind alle verschieden. Das wird fehlschlagen, denn wenn alles 0 ist, ist es nicht verschieden. Das heißt, wir gehen hier zurück,
Die Zuweisung wird wieder rückgängig gemacht. Hier die Gleichung wird auch. Ja, gut, da passiert ja nichts. Da wird nur überprüft. Und dann weisen wir hier y eben den Wert 1 zu, versuchen die Gleichung wieder zu erfüllen und so weiter und so fort, bis wir bei y gleich 9 sind, denn es funktioniert ja nie, weil die anderen immer noch alle 0 sind. Und wenn wir bei y gleich 9 sind, gehen wir einen Schritt weiter zurück, gehen zu r und weisen r den Wert 1 zu und danach wieder y den Wert 0 zu. Und ab da versuchen wir dann wieder diese Gleichung zu erfüllen und so weiter, bis wir dann endlich mal dabei angekommen sind, dass wir s einen vernünftigen größeren Wert als 1 zuweisen können und so weiter und so fort. So, wenn wir das Ganze hier noch ein bisschen beschleunigen wollen, können wir hier auch einfach schreiben, denn wir wissen ja, oder wir sollten wissen, dass s und m größer 0 ist, sonst wäre es ja ein bisschen langweilig, denn dann hätten wir ja gar keine Überlappung hier. Ja, das heißt, wir können hier einfach schreiben s größer 0 und wir können hier schreiben m größer 0. Muss man aber nicht, kann man aber machen. So, dann wird das Ganze ein bisschen beschleunigt, aber es ist immer noch saumäßig ineffizient, wie ihr wissen, wie ihr wahrscheinlich euch denken könnt. Ja, es sind immer noch 10 hoch 8 Möglichkeiten, also vorher waren es 10 hoch 8 Möglichkeiten. Ja, und so weiter und so fort wird das Ganze dann ausgeführt und wenn ich das hier oben noch wegmache, dann funktioniert das Ganze auch. So, und jetzt führen wir das Ganze mal aus, gucken uns das an und sagen Solution, geben einfach eine Liste an und ihr seht, es dauert eine ganz schöne Weile, bis es mal was berechnet. Ich dachte am Anfang, es funktioniert überhaupt nicht, aber es ist einfach nur so unglaublich ineffizient, dass es fast so lange braucht, wie wenn ihr das von Hand ausrechnen wollt. So, jetzt haben wir endlich eine Lösung rausgekriegt. Das wäre dann die 95671082. Und jetzt könnt ihr euch auch denken, warum es so lange gedauert hat, weil wir mit S mit 9 angefangen haben, beziehungsweise hier eine 9 gebraucht haben, dass es funktioniert hat. Ja, ist natürlich übel, weil 9 ist gerade das Letzte, was wir prüfen. Wenn wir die 9 hier an den Anfang stellen würden, wäre es wahrscheinlich ziemlich viel schneller. Ja. Okay, und wenn wir jetzt hier ein Semikolon eingeben, dann rechnet es wieder eine halbe Ewigkeit. Und wir bekommen die nächste Lösung raus, die es nicht gibt, nämlich false. Wir überprüfen dann einfach nur nochmal für die hier hinten. Und wir kriegen raus, dass es einfach nicht mehr geht. So, und damit wäre das Saint-Mori-Problem gelöst. Ja, so ein kleines, schönes Rätsel ist doch immer wieder cool. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise hören uns. Und bis dorthin, schreibt mir Kommentare, macht den Daumen hoch oder abonniert mich. Alles klar, bis dann, ciao, ciao.